Willkommen zurück zu Eternal Darkness. Beim letzten Mal haben wir gegen den Vampir da unten im Keller gekämpft. Selbiges würden wir auch gerne wieder tun, halt nur würde ich mich halt jetzt gerne erstmal vernünftig irgendwie vorbereiten mit meinen ganzen Zaubern, die wir halt so haben. Da müssen wir mal gucken. Erstmal machen wir hier erkennen. Ja, dass wir den halt mal sprechen hier in grün, damit wir den überhaupt sehen. Es dauert nur 3 Stunden, bis es durchgecastet ist. So, dann gucken wir mal, dass wir mehr Mana kriegen, dass wir den Regenerierungszauber jetzt einmal draufziehen und so weiter und so fort. Na, also wir haben jetzt hier so ein bisschen, was wir erstmal zaubern müssen, sonst habe ich da irgendwie wenig Chancen. Noch nicht genug Magie für das gute Symbol auf dem Kopf. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel wir an Magie da tatsächlich brauchen. Auf jeden Fall so ein bisschen. Ne, darum laufe ich jetzt einfach mal wieder so ein bisschen herum, weil wir regenerieren ja nur, wenn wir laufen. Statt über Zeit oder sowas wäre zu einfach. Immer noch nicht. Jetzt komm schon. Do it! Do it jetzt! Wie sieht eigentlich unser Lebensleiste aus? Da müssen wir, glaube ich, nicht nochmal nachzaubern, ne? Nee. Reicht dann, wenn wir dann das regnen lassen über das Symbol. Immer noch nicht. Boah, wie viel Magie braucht denn das? Dann würde ich halt gerne noch das Schild halt irgendwie casten. Damit wir dann temporär kein Schaden bekommen. Immer noch nicht. Ist es denn wahr? Sind doch schon fast voll. Zumindest kommt jetzt der Vampir jetzt hier nicht aus dem Keller gleich raus. Aber dann kriegt er sowieso einen auf den Deckel. Ja, geht doch. So. Jetzt haben wir wieder das Ding in so einem Kopf, das hier ein bisschen rumstaubt. Und wenn es rumstaubt, kriegen wir alles, was wir brauchen. Mana, Leben und auch Verstand, wenn es nötig ist. Wir können aber auch lange laufen hier mit dem guten Edward. Was? Achso, nee, das war... Das, ich wollte aber Schild. Für Schild haben wir noch nicht genug Magie. Waffe wollte ich jetzt nicht verzaubern. Man könnten wir natürlich. Dann bekommt er auch mehr Schaden halt von der Waffe. Aber muss jetzt nicht sein. Immer noch nicht. Aber jetzt wird es zumindest langsam was. Glaube ich, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. So, und dann bin ich immer noch am Überlegen, wie kriegen wir den Stein da einfach weg, wo er sich dann regeneriert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach rein und dann schauen wir mal, ob das jetzt irgendwas wird oder nicht. Hey, du aller Vampir. Hey, ja, dich meine ich. Mal sehen, kann ich da einfach draufhauen? Tatsache. Gut, das macht die ganze Sache natürlich schon mal ein bisschen einfacher. Das heißt, jetzt nur drauf, dass das, wenn ich das auch nicht gleich gemacht habe. Ja, komm. Geh. Geh doch weg hier. Kann ich zwar gar nicht mehr sehen, aber das ist mir auch egal. Los, komm. Wo ist er denn? Hinter mir natürlich. Natürlich ist er hinter mir. Oder auch sonst. So, jetzt ist er tot. Finish him. Finally. Meine Güte. Der hat aber auch genervt. So, da haben wir jetzt hier den Abstieg, den wir von Maximilian zuletzt gesehen haben. Im Brunnen befindet sich eine alte, schwache Leiter, die ein wenig einladende Dunkelheit führt. Soll Edward es wagen, hinunterzuscheinen? Ja klar, warum nicht? Er ist doch mutig. So. Dann kommen wir jetzt in diese Stadt, wo wir mit Maximilian schon waren. Hier können wir es nochmal angucken. Maximilian hat nicht übertrieben. Die Stadt ist wirklich erstaunlich. Sie leuchtet im Dunkeln wie ein wundersames Juwel. Aber der Gedanke an das, was in ihren Innern verborgen ist, lässt Edward vor Angst erschaudern. 9 hohe Türme lassen den Rest der Stadt klein erscheinen. Ob die Türme so ausgerichtet sind, dass sie die Wellen der Energie in die Stadt selbst leiten können? Hm? Ja, doch, das könnte sein. Eventuell. Ne? So. Da haben wir auch schon den nächsten Gegner. Ist ja toll. Ach, solche seid ihr. Das geht natürlich auch. Da warte mal. Dann verzaubern wir mal eine Waffe. Wir nehmen dazu unser Säbel. Da kommt gerade der Magiezauber direkt auf mich hin. Item ist das Magische, ist ja schön. Mich erwischt, natürlich. Wieso auch nicht?
Dann caste ich jetzt nochmal mein Schild. Und dann gehe ich da gleich drauf. Na okay, dann gehe ich da jetzt drauf. Wenn er mich unbedingt hier haben will, dann Celerie. Dann kommt es halt einfach so. Ist jetzt aber auch ein großes Grauen, ne? Anderes so ein kleiner. Ja, dank unserer verzauberten Waffe sollten wir es eigentlich jetzt relativ gut hier haben. Er ist down. Sehr schön. Gehen wir auf den kleineren hier. Der ist wirklich klein. So, komm. Und nochmal. Ja, komm. Ja, ja, fast. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Wir brauchen mehr Leben. Mehr Leben, mehr Leben, Leben, Leben. Haha, nicht erwischt. Bist kacke. So, stellen wir uns einfach mal hier hin. Reicht aber noch nicht zum Heilen. Wow. Natürlich erwischt er uns. Aber was soll's. Ich hoffe, dass der Regenerationszauber hier jetzt noch ein bisschen was hält. Der hält halt wirklich, wirklich lang, was sehr gut ist. Aber könnte er dann doch noch ein bisschen mehr regen. Theoretisch. Einmal heilen. So, dann können wir jetzt auch wieder vernünftig laufen, weil wir jetzt wieder, naja, laufen können und so. Jetzt ist auch das Symbol wieder weg. Das heißt, jetzt muss er tot gehen. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt hin? Hat er sich rausgebackt oder was? Ist ja toll. Gut, dann können wir jetzt hier in die Stadt rein. Da waren wir vorher bisher noch nicht. Na klasse, was steht denn da jetzt mir schon wieder alles im Weg? Natürlich gibt es keinen Rückgang. Das ist natürlich schlecht. Ja, das ist toll. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So toll ist das. Ah, drauf da. Und nochmal. Edward hat jetzt hier auch nicht so die geilste Lebensleiste. Jetzt haben wir hier einmal so einen grauen und dann noch den Penner da hinten. Aber der ist down, sehr schön. So, müssen wir mal gucken, wie werden wir gegen ihn jetzt agieren. Wir machen folgendes. Wir nehmen unsere Elefantenbüchse. Oder? Ja, doch die Elefantenbüchse. Da werden wir den anderen Modus machen, dass wir mit zwei Patronen gleich schießen. Nehmen wir die mal in die Hand. Laden nach! So. Dann zielen wir gleich immer schön auf ihn. Wenn wir dann hier noch irgendwie... Ich weiß auch nicht. Hallo! Ah, okay. Er hat jetzt auch noch ein Schild um sich herum, ne? Das ist ja toll. Das freut mich ja ungemein. Oh Mann. Jetzt hat er da einen Zombie gecastet oder was? Ich habe natürlich nicht genug Mana, ey. Jetzt fehlt mir halt wirklich halt so eine Mana-Flasche, die wir halt mit Peter hatten. Da kommt jetzt so ein Zombie angelatscht. Wo ist denn jetzt mein Säbel? Da. Immer noch nicht. Wie viel Mana haben wir denn? Wir sind doch schon fast voll. Muss doch jetzt langsam mal gehen. So, damit wir zumindest den Reck hier haben. Weil mit dem über den Kopf schwebend haben wir schon eine ganze Ecke höhere Chance zu überleben und sonstiges. Okay. Muss ich überlegen, wie werden wir jetzt gegen ihn agieren? Wir müssen wahrscheinlich erstmal das Schild von ihm aufheben. Das heißt, wir brauchen einen Isolierungszauber. Nein, nicht Isolierung, sondern Aufhebung. Wo ist denn jetzt hier mein Ding? Ich überblätter das ständig hier. Aufhebung brauche ich dann. Das ist ein Fünfer-Dings. Das heißt, wir bräuchten einen Fünfer von denen. Nein, was mache ich denn? Das war verkehrt. Das geht natürlich nur, wenn ich näher dran bin. So, warte. Jetzt aber. Liste der Sprüche, Aufhebung, Sprechen, das hier, meinetwegen in grün, um sicher zu gehen. Natürlich habe ich mich bewegt. Ja,
So, jetzt ist sein Schild weg. Jetzt hat er ein 7er Schild oder was? Hallo? Ne, sein Schild ist weg, okay. Sehr schön. Dann wechseln wir zurück auf, ja, jetzt die Schrotflinte, weil die andere halt nicht nachgeladen ist. So, jetzt ist er weg. Sehr schön. Jetzt wäre sein Isolierungszauber jetzt da bereit. Wir hatten ja schon mit dem ersten Jahr so kleine Probleme. Und meine Güte, ist er riesig. Ist ja ein richtiger Riese. Den nehmen wir mal. Laden nach! Ich lade nach! Einfach weil die hat einen ordentlichen Wumms. Ich stoße hier auch Edward immer so ein Stückchen hier zurück. Normalerweise müsste ich die auch verzaubern. So. Okay, lade nach. Komm, lade nach. Lade nach. So. Nicht auf den Zombie hier, nicht dafür verschwenden. Bams. So, dann warte. Immer zwischen den Waffen jetzt hin und her switchen hier. Ist ein bisschen nervig. Halt, weil ich die eine Waffe jetzt nicht für den anderen hier verschwenden will. So, dann nehmen wir die wieder. Laden wir danach. Laden nach. So, wo ist er jetzt? Da. Bums. War's das schon? Oh, das ist ja super. Laden nach. So, dann können wir jetzt auch nochmal das Säbel vielleicht auswählen. Na gut, jetzt habe ich nicht zu Ende nachgeladen. Auf soll's. Hauptsache ist dieser olle Wächter hier ist down. So, jetzt ist auch hinten das Isolierungsschild weg. Jetzt können wir gucken, was wir jetzt hier tun werden. Oder müssen. Oder keine Ahnung. Wir sehen ja jetzt hier links und rechts und überall irgendwelche Barrieren, die uns davon abhalten, da lang zu gehen. So, was haben wir jetzt hier? Das ist ja schon ähnlich hier mit dem Altar, den wir schon gekannt haben, wo die Artefakte drauf waren. Diese Platten sehen genauso aus wie die Pyos in der verbotenen Stadt gesehen hat. Dort, wo er die Essenzen der Alten fand, Edward fragt sich für einen Moment, welchen Zweck sie wohl dienen. Vielleicht damit man die Dinger da nochmal hinlegt? Ich weiß ja nicht. So, was haben wir jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Das ist nur das. Ah, sonst kannst du auch nichts angucken. Kannst hier nur was untersuchen. Ein pulsierendes Energiefeld liegt auf dem Stein. Soll etwa das Feld berühren? Ja, kann man machen. Aha. Und dann ist da ein Teleporter. Wo kommen wir da hin? Okay. Sind wir wahrscheinlich auf einen dieser neuen Türme, die er da gesehen hat in seiner, als wir die Stadt von außen betrachtet haben. Hier können wir eine Rune einsetzen. Können wir erstmal nur eine Pargon-Rune einsetzen. Und dann können wir wieder zurück. Weil, soweit ich weiß, ist jetzt unser Ziel, irgendwie so eine magische Barriere oder sowas hier von der Stadt aufzuheben oder irgendwie, ich weiß auch nicht mehr so ganz genau, was das war. Normalerweise wird einem das hier noch irgendwo erzählt oder du kannst irgendwo was lesen, das halt dafür zuständig ist. Was wir hier dann genau tun. Vielleicht werden wir es auch noch herausfinden. So, was haben wir hier hinten? Ich weiß, da sind ein paar Trapper. Ist ein Hebel. Benutzen wir mal. Okay. Wo ist jetzt der Trapper? Ich kann ihn hören. Seine Saugnäpfefüße. Da. Das war's jetzt aber, ne? Sieht gut aus. Ich geh da mal. Oh, ja, natürlich. Noch so ein Scheißwächter. Lade nach. Ja, komm. So.
Wollte schon sagen, will er den nicht anvisieren hier? Lade nach!